Und damit willkommen zurück zu Legend of Zelda The Minish Cap. Link fliegt uns jetzt dorthin, wo es weitergeht, denn mittlerweile weiß ich auch, wo es weitergeht. Und ja, ist zwar ein bisschen failig manchmal im Let's Play, aber so kennt man das ja auch von mir. Und zwar ganz links auf der Map hatten wir schon sowas gehabt, hier oben, dass man da einfach irgendwie eine Wand bomben konnte und dann kam man da weiter. Und naja, hört euch das mal an. Ding, 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 ne? Und hier, das bedeutet, dass hier etwas gebombt werden kann. Blup. Und dann kommen wir da endlich durch. Können wir die Bombe wieder wegziehen? Das wäre lustig. Nee, geht nicht. Und hier kommen wir dann auch endlich nach da oben. Oh, rote Slimes, ey. Seid ihr für mich, ey? Verschwindet. Oh, die können springen. Können das die normalen Slimes auch? Ich glaube nicht, oder? Haha. Okay, sonst gibt's hier nichts. Nur eine kleine Höhle. Na gut. Ich glaube, das hier können wir noch wegsprengen. Kann das sein? Würde ich mal davon ausgehen. Na komm. Warte, 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 warte. Spreng erstmal weg, spreng erstmal weg. Yep, funktioniert. Okay. Ding. Dann können wir hier durch. Können wir da lang? Tatsache, hier ist ein kleines Event. Oh Gott, Hilfe, die Dr. Mario-Viren. Tot? Ich hoffe es nochmal. Oh, irgendwas kommt da runter geflogen. Oh Gott, einfach alles ignoriert. Einfach alles ignoriert. Einfach rüber. Da kann ich nicht lang. Okay, aber wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann die Flasche, die wir jetzt bekommen haben, neulich benutzen, um hier Gongolwasser zu erhalten. Das gibt es nur auf dem Gongolberg. Ja, ganz krass. Und jetzt müssen wir schnell weg hier. Und wieder den ganzen, oh Gott, den ganzen Weg zurücklatschen, ne? Da spule ich euch wahrscheinlich erstmal vor. Das dauert ja ewig lange, bis ich wieder da bin. Eieiei. Vielleicht kann ich hier rüber. Okay, spacken. Ein paar Sekunden. Aber ja, ich muss die ganze Höhle hier neu machen. So, und nun sollten wir in der Lage sein, mit diesem Gongolwasser, bitte, das ist jetzt richtig, das hier denn noch mal einsetzen? Hier? Oder wo? Ich dachte bei dem Ding. Ach, warte mal! Oh, jetzt seh's! Ich hab's vorhin falsch hingeport und jetzt weiß ich aber, wo ich lang muss. Ich hab's nicht gemerkt, aber hier kommen bestimmt auch rein, oder? Ja. Okay, das weiß man, wenn man das von vorhin gemacht hat mit dem Wasser. Ey! Blöden Viecher. Haben die mich tatsächlich noch getroffen? Über die Äste. Die halten mich aber nicht davon ab, das Ding zu bewässern. Wieder falsch. Okay, so, ich habe natürlich nichts gemacht. Alles richtig. Das tragen wir jetzt mit uns. Ich wusste gar nicht, dass man es tragen kann, aber Link ist halt richtig stark. Na okay, das wiegt wahrscheinlich aber auch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Okay. Jetzt sind wir einfach das Ding. Warte mal. Kann das da rein? Wow! Ich glaube, ich sollte das einfach nur reinwerfen und nicht da reinrennen, aber hat funktioniert und warte, bevor es nicht funktioniert, weil ich zu klein bin, das Wasser dann zu klein ist, springe ich erstmal nochmal rein und mache mich wieder groß. Nicht, dass da irgend sowas sagt wie, nee, geht nicht, nein, nein, nö, nö. So, bitte funktioniert! Aha. Mario Sound. Und ja, es funktioniert! So sind wir endlich im Gongolberg angekommen. Finally! Gongolwand, Gongolmine. Okay. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Ist hier was hinter? Ne, nicht gar nicht. Okay, na gut. Hätte ja sein können. Was willst du denn hier? Fatz! Na komm, trau dich. Trau dich! Ein paar Hits leider. Du schon wieder. Wie kill ich den? Ihm seinen Panzer wegnehmen? Alter, Alter! Yo! Spannt euch! Geht das nicht? Doch. Doch, genau so funktioniert's. Ey, die machen so viel Damage. Aber ist in Ordnung. Haben sie down. Ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? Ich glaube nicht.
Spitzkopf! Bam! Und noch ein Spitzkopf! Und noch ein! Und noch ein da! Oh, komm, komm! Weg! Yeah! Oh Gott, da will ich aber nicht runter. Ich glaube, da kann ich runter, aber ich glaube, das will ich nicht. Ich lasse es lieber, ich traue mich das nicht. Aha! Verdächtige Stellen sollte man untersuchen mit Bomben! Hm? Was geht denn hier ab? Plonk. Oh Gott. Muss ich alle von denen killen? Einfach ignorieren? Lösfragment! Yay! Aber. Lass mich in Ruhe! Ich kriege ich noch. Bomben. Verdammt, ich treffe die nie. Bam! Einen habe ich jetzt getroffen. Komm raus da! Fatz! Weg ist er. Herz, nein! Ah, zu spät. Jetzt sind doch noch Silberne von euch da. Hut! Ah, die kann man angreifen. Okay, die haben nur Stacheln manchmal. Und die kann man angreifen. Okay. Ja, da brauche ich offensichtlich ein paar Bombies. Ich hoffe, der trifft jetzt beide. Aber eigentlich müsste er beide treffen. Ein paar Herzen bitte. Oder halt mehr Bomben. Okay. Auch noch mehr Bomben. Das ist der böse. Hä? Ich kann es gar nicht wegschieben. Achso. Aua. Alter, hau mal ab da. Was ist denn für ein kranker Irrer? Killst mich ja noch. Eieiei. Schwinde. Boah, jetzt wird's aber richtig kritisch langsam, ne? Gut, dass wir den Bro-Move bekommen haben von Maruligi. Dass wir hier durch können. Keine Ahnung, wo es hier weitergeht, wenn man hier auf dem Boden landet. Actually, ich will sogar rausfinden. Deshalb lande ich hier mal auf dem Boden. Wir wissen, was man hier machen müsste, wenn man hier runterfällt. Achso, dann muss man hier einfach nur lang wieder. Okay. Hör, was zum... Was bist du denn? Kleiner Süßi. Kleiner Fratz. Okay, bis gleich. Okay, was geht ab, Kumpels? Haut mal bitte ab. Ihr nervt. Dankeschön. Gongolmine und Gongolwald. Warte, wo ist der? Wand. Oben ist die Mine und links ist eine Wand. Hier. Ich kann da runterspringen theoretisch, aber will ich das? Wo bin ich denn gerade? Aha! Ah, da kann man dann hochklettern, aber das kann ich noch nicht. Ich habe keine Kletterhandschuhe. Und kein Mehl. Oder was auch immer das ist, was wir benutzen da. Ja, habe ich nicht. Ich glaube, das kann ich nicht machen. Deshalb gehe ich lieber immer hier lang. Denn das hochklettern, das klappt noch. Gongolmine, Abkürzung zum Fuß des Berges? Hm? Wo bin ich denn? Hier. Ah. Ja, stimmt. Tatsächlich ist es eine Abkürzung. Ich gucke das mal an, aber ich gehe da nicht runter. Weil die kann ich nicht benutzen. Hat mir gerade ein Herz rausgespuckt? Sah so aus. Boah, warum sind hier so viele? Abkürzung ist wohl nicht billig. Ey. Haha, schau mal hier. Schaut euch das hier mal an. Das sind natürlich die offensichtlichen Wände. Von denen hätte ich ein paar mehr gerne gehabt. Oh, so ein Raum ist das hier. Okay. Was hast du denn bitte schon alles anzubieten, mein kleiner Händler? Ja, sorry Mann, ich verkaufe den Ritterring für 40 Rubine. Ideal für den Bergsteiger, damit kommst du jede Kletterwand drauf. Okay. Kletterring erhalten. Sieht aus wie ein Amulett oder so ein Diadem oder sowas. Jetzt kannst du dort hochklettern, wo du bisher nicht hingelangt bist. Ihr wollt mir sagen, es wäre zu logisch jetzt gewesen, mir Kletterhandschuhe zu geben. Stattdessen geben sie mir einen Ring. Wo soll ich denn hin tun? Auf meinem Ringfinger? Auf einmal kann ich klettern? Okay, krass. Zeig mal. Ja, einfach so. Ich kann einfach so klettern. Aber irgendwie ist das cool, dass ich jetzt klettern kann. Na gut, ich gucke mich mal ein bisschen um. Alles so bunt. Hm? Was zum... Wie soll ich das denn hinkriegen? Soll ich auf der anderen Seite eine Bombe hinlegen? Nein. Das funktioniert leider nicht. Hier ist das jetzt. Kletterring. Ah, vielleicht kommen hier drei Ringe hin oder so? Hm. Das werden wir dann sehen. Diese Retro-Sounds sind immer cool.
So aus einem anderen Zelda-Game, so wie die meisten Sounds. Warte, wenn ich jetzt hier runter gehe, dann bin ich jetzt einfach nur wieder am Anfang. Oder wie ist das? Hm? Ah, okay, ich weiß, ja, jetzt, wo ich jetzt gerade bin, weiß ich sogar. Aha, ups. Ja, okay. Das ist wirklich eine Abkürzung. Warte, und darunter ist auch... Ich will nur kurz nachchecken. Okay, alles klar, hab's verstanden. Okay, das ist aber ziemlich cool. Jetzt, sobald man diesen Ring hier hat, 40 Bühne ist eigentlich voll in Ordnung. Hier sind so viele Gegner, kann man schön farmen. Ja, dann kann man den ganzen Weg hier abkürzen und chillen und yeah. Dann gehen wir jetzt aber den normalen Weg entlang. Der ist nämlich hier oben. Verschwinde, Mann! Das Ding, das Typ macht, das Typ macht mir Angst, Mann! Ich brauche hier, oh nein, muss hier irgendwas wachsen? Ah, warte mal, es gibt doch eine Kletterwand, ne? Vielleicht muss ich ja jetzt zur Kletterwand hin. Ich meine, ich kann es jetzt besteigen, also ich versuch's mal. Ah, lass mich in Ruhe. So viele von euch, verschwindet, Mann! Da! Oh Gott, oh nein, hier kommen überall Felsen runter. Hilfe. Keine Ahnung, wo lang. Ich geh mal links lang, ist direkt neben mir. Wow. Okay, ich glaube, es ist egal, wo ich lang gehe. Aber das ist echt cool gemacht vom 3D-Effekt her. Für Game Boy Advance-Verhältnisse finde ich es cool gemacht. Boah. Boah. Aufpassen, hier war gar nichts. Hä? Ach, seitlich bin ich. Ist ja wie bei Donkey Kong Junior. Boah, Alter, wie viel auf einmal. Da bist du seitlich auch schneller als geradeaus nach oben unten. Bomben reinwerfen verboten. Mhm. Er hat schon Bomben erwähnt. Ja, mich stört wirklich nur diese eine Bombenstelle, die wir ganz am Anfang der Folge hatten. Die finde ich ein bisschen schlecht erklärt. Ansonsten. Alles chillig. Hä? Was ist das hier für eine schöne Atmosphäre hier? Alles ganz nett, aber hier ist passiert irgendwie gar nichts. Die Kamera schwenkt so hier rüber. Aber hier ist nichts. Hallo? Soll ich beten? Oh, große Königin oder große Göttin dieser Welt. Bitte, mach mich stärker. Kommt hier nichts? Soll ich was reinwerfen? Vandalieren hier. Kommst du jetzt her, wenn ich hier Lärm mache? Komm. Nee, passiert nichts. Okay. Wir merken uns diesen Ort am besten mal. Vielleicht ist er für später. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es für später ist. Ich kann mir sowas nicht merken, also merkt es für mich, danke. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Scrolling zu tun hat, wie alte Spiele funktionieren, aber ja, seitlich ist es auf jeden Fall schneller als nach oben und unten. Frag mich nicht, warum das der Fall ist. Oh Gott, das war knapp. Und da links war noch irgendeine Plattform. Komme ich da noch hin? Map, 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 Map. Bin ich? Ach, von hier oben komme ich da sowieso hin. Okay. Vielleicht geht's auch da weiter. Das kann sein. Jawohl. Hier ist jetzt aber noch ein Weg nach rechts. Ein riesiger Weg nach rechts. What? Wo soll ich lang? Oh Gott, das ist ein Gegner. Oh Gott. Okay. Ich verschwinde, die Bus. Man sieht sich. Ciao. Du. Musik musst du kurz loopen. Hier ist es Nacht. Und sehr am Regnen, sehr am Schütten. Hä? Das ist... Als regnet es Bomben! Pass gut auf, mein Kindchen! Bei unserer jetzigen Größe wäre es fatal, wenn uns ein Tropfen treffe! Du willst mir sagen, diese Tropfen... tun weh? Das sind aber riesige Tropfen, muss man sagen, oder? Finde ich schon. Gott. Die Musik ist aber cool. Soll ich damit irgendwas machen? Ich kann den bewegen, aber das war die falsche Richtung. Gut, dass ich zurückspulen kann. Hat niemand gesehen. Ihr habt es nicht gesehen, oder? Nein, ihr habt es nicht gesehen. Wo ich ihn denn hinschieben? Mal sehen. Also wahrscheinlich hier lang, oder? Boah, Link, komm, mach schneller, mach schneller! Das war zu weit. Das war zu weit, Link. Ich muss hier lang.
Da ist ja direkt ein schon. Warte mal, tu dir doch schon mal da rein. Aha. Ja, dann. Kann ich den nicht da reinschubsen? Oder ist da für der andere Würfel gedacht? Könnten der andere dann jetzt hier hin? Nee, doch, ich glaube, das ist richtig so. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht jetzt. Und es super lange dauert. Ich glaube, den kann ich da wirklich da oben reinschieben und den anderen zur Seite. Ja. Was anderes würde mich einfallen. Das muss richtig sein. Dann kann ich den wegschieben. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass die Musik da gerade ein Easter Egg für ein anderes Zelda-Spiel war. Aber das haben wir noch nicht gespielt. Bam! Voll in den Hintern, Alter! Wie die so am Rasen sind, Junge. Habt ihr es eilig? Gibt's gerade offenen Verkaufsmittwoch. Oh, aua! Aua! Alter! Ich kenne mich noch! Okay. Das geht so weit. Bin gleich tot. Wo sind sie? Hier sind sie. Und jetzt stirb! Hat der was zu droppen? Nee, kein Herz. War es richtig? Kann ich nochmal schieben. Der geht nicht. Mhm. Moment. 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 Hä? Ich komme gar nicht durch. Oder warte mal. Kann ich... Ja? Nein? Hm? Moment. Okay. Verdammt! Ah, nein, warum? Den kann man gar nicht schieben? Was zur Hölle? Wie soll ich denn da durchkommen? Okay. Das muss ich retryen. Wie mache ich das? Kann ich einfach raus rein und dann wird's resettet? Ich hoffe doch. Aber der Gegner respawnt nicht, oder? Nee. Okay. Das hier ist egal. Einer von beiden ist richtig, der andere nicht. Toll. Ja, hier ist es auch so. Eins von beiden ist immer richtig. Mhm. Okay. Ich denke, der so darunter. Ja? Ja, man kann die alle nur in eine Richtung schieben. Den kann man nicht schieben. Der geht nicht. Der ist stuck. Wie komme ich dann hier durch? Ja, jetzt mache ich den gleichen Fehler nochmal. Jetzt habe ich nichts verändert. Hä? Ist hier irgendein Stein, den ich noch bewegen kann? Irgendwie. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Absolut keine Ahnung. Boah, Link geht die Puste aus. Schau dir das mal an. Wenn man zu lange drauf hält. Da kann einfach gar nicht mehr. Der Arme. Ist der nicht zwischendurch hier? Nee. Ich meine, mehr kann ich aber auch nicht machen. Oder ist das ein Rückweg? Vielleicht komme ich ja auch gar nicht lang. Vielleicht soll ich hier auch gar nicht lang. Vielleicht ist das ja wirklich einfach nur ein Rückweg. Ne, wisst ihr, was ich meine? Es geht gar nicht. Ja, ich denke jetzt erstmal. Ich gehe erstmal davon aus, fürs Erste, dass wir da nicht lang sollen. Dass wir sie gar nicht machen können. Ich meine, dieser Stein hier hat auch irgendeinen Nutzen bestimmt, aber ich weiß auch gar nicht, was für einen Nutzen er haben soll.
Aber ja, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit The Legend of Zelda, The Minish Cap. Da entern wir wahrscheinlich den zweiten Dungeon. Also seid auf jeden Fall dabei, wenn das passiert.